viele dieser Lottogewinner schaffen es, in kürzester Zeit dieses gesamte Geld auszugeben. Also mir ist persönlich kein Fall bekannt. Es gibt ein paar, die durch die Presse geistern, aber ich denke schon, dass der Großteil der Gewinnerinnen und Gewinner was Anständiges damit anzuwarten. Nee, das stimmt auch nicht. Größte Teil gehen auch kaputt. Sehr, sehr wenige schaffen das. Es gibt, also ich weiß, dass sie auch ein bisschen ihren Job und ihre Lotterie und das und dies ein bisschen schützen wollen, gut reden wollen, aber viele gehen damit kaputt. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Mein Name ist Leroy und ich treffe heute zwei Menschen, die eine Sache verbindet, das ganz große Geld. Ich treffe zum einen heute auf Chico. Chico gewann im Jahr 2022 10 Millionen Euro im Lotto-Jackpot. Und dieses Geld gibt er gerne aus für Luxusautos, Luxusuhren, Luxusklamotten. Und er ist auch öffentlich mit seinem Gewinn unterwegs. Und das ganz im Gegensatz zu den Ratschlägen der Lotto-Gewinnberater. Lutz hingegen ist genau so ein Lotto-Gewinnberater. Er hat schon ca. 100 Lotto-Millionäre begleitet. Bevor es losgeht, noch eine Info. Wenn ihr selber mal auf diesem Kanal irgendwie mit dabei sein wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Und ich würde sagen, wir legen los. Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Grüßt euch. Alles gut soweit? Ja. Wunderbar. Ja? Ja. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen, du für die Zuschauer, die dich noch gar nicht kennen? Ja, klar. Ich heiße Lutz Trabalski, bin von Berufs wegen Kundenserviceleiter von Lotto Berlin. Aber so als Nebeneffekt bin ich auch noch Gewinnberater für die Berliner Gewinnerinnen und Gewinner. Und wen haben wir hier auf der Seite? Vor 5 Monaten habe ich Lotto gewonnen, fast 10 Millionen Euro. Und ich habe mich öffentlich gemacht und seitdem, glaube ich, fast der ganze Deutschland kennt mich, okay, unter meinem Namen Chico. Macht das jetzt einen Unterschied? Ich meine, Chico sagt so frei raus, hier Freunde, auch alle in der Öffentlichkeit, ich habe 10 Millionen Euro gewonnen. Jetzt triffst du dann auch Leute, die 120 Millionen Euro gewinnen. Gibt es da einen Unterschied dann? Im Vergleich zu Chico oder so grundsätzlich will ich sagen, sind die Menschen schon anders. Also sie nehmen sich eher zurück und überlegen sich gut, wem sie schon in der Familie sagen. Von meinen Gewinnerinnen und Gewinnern hat sich noch keiner geoutet in der Öffentlichkeit, dass er gewonnen hat. Es hat ja alles Gründe, warum ich öffentlich gemacht habe. Hätte ich ganz normale Leben geführt, hätte ich mich auch niemals öffentlich gemacht. Aber ich komme selber von der Straße, ich habe Drogenprobleme gehabt. Keiner wollte mit mir was zu tun haben. Ne? Ich war so wie Schande für meine Familie. Meine Mutter hat sich geschämt, rauszugehen wegen mir. Meine Geschwister müssten so vieles anhören wegen mir. Mein Vater wusste nicht, wohin. Jahrelang Knast gesessen. Und ich wollte immer so einen Schlussstrich ziehen. Aber mittlerweile, ich bin auch über 40 geworden. Ich so, was willst du noch hier jetzt gerade? Ich habe in meinem Leben so gesehen 15, 20 Jahre weggeschmissen. Ich komme in wirklich so ein Ghetto. In Nordstadt, das ist wirklich, da würden sie nicht einzige Deutsche sehen. Das ist Katastrophe da. In Dortmund ist das? In Dortmund ist das. Aber mein ganzes Leben ist da. Meine ganze Jugend, seitdem ich in Deutschland bin, bin da groß geworden. Du warst im Gefängnis, du hattest Schulden, du hast Drogen genommen. Ich habe alles Drogen genommen. Also die Negativkette war sehr lang. Richtig, sehr lang. Wie hat sich das verändert an dem Tag, wo du erfahren hast, dass du 10 Millionen Euro reicher bist? Ja, wo ich erfahren habe, immer, dafür gibt es keine Worte. Bei mir kamen Tränen runter. Ich habe geschrien. Ich bin bis bei mir Haustür gerannt. Und da standen Leute und eine der erste gerade Cousin von mir immer. Ich bin zu denen gegangen. Ich habe gesagt, ich habe 10 Millionen Euro gewonnen. So. Die haben bei mir in so einem Arm festgehalten. Ich habe gesagt, geht's dir gut? Sollen wir dich nach Hause bringen? Die haben gedacht, der CD ist durch. Der ist komplett durch, weil die ganzen Dortmund wussten, dass ich Drogen konsumiere. Seit diesem Tag, ich konsumiere nicht mehr. Da kannst du echt stolz sein. Aber ja, klar. Jetzt ist natürlich die Frage, du hättest diese 10 Millionen Euro, hättest du, weiß ich nicht, mit einem Anlageberater irgendwie vermehren können. Und so. Das, du hast stattdessen einen anderen Weg gewählt? Andere Weg gewählt. Die haben mich wohl in die Zentrale angerufen haben. Und ich habe gesagt, ich möchte öffentlich machen. Die haben 2, 3 Tage jeden Tag angerufen. Bitte, Herr Yildirim, glauben Sie mir, das kann mit Ihnen passieren, das kann ich. Hab mit alles dumm und dran gerechnet. Warum macht ihr das? Warum ruft ihr die Menschen wie Chico, die dann wirklich viel Geld verdienen, an und sagt, nicht darüber reden? Es ist natürlich so, dass wir natürlich auch eine Verantwortung haben. Und Chico hat es gerade, finde ich, sehr schön erklärt, in welchem seelischen Zustand er war, dass er total euphorisiert war, dass du gebrüllt hast, dass du die Welt umarmen konntest. Da schießen wir Menschen, ich sage immer, wir schießen Menschen in den Orbit, aber nicht jeder ist zum Astronaut geboren. Wir können nur flankierend darauf einwirken und sagen,
Achtung, es kann gefährlich sein. Chico hat sich anders entschieden und dann ist es auch absolut in Ordnung. Aber natürlich haben wir mit einem so hohen Gewinn auch eine Fürsorgepflicht, dass wir sagen müssen, bitte bedenken, was jetzt passieren kann. Klar, ich gebe denen auch voll total recht, weil ich kenne die ganzen Szene, Nachtleben, ich kenne ganzen, ne, und jetzt habe ich was. Soll einer versuchen, bei mir wegzunehmen, egal was passiert, ey, das kann keiner von mir wegnehmen. Aber wenn ich will, ich gebe jeden. Und ich bin auch, ich gebe auch gerne. Klar, man ist das auch vorsichtiger, wer bin ich denn? Ne? Klar, jetzt gucke ich nicht zweimal nach hinten, sondern fünfmal. Ne? Klar, wenn du jetzt, bin ich ein öffentlicher Mensch, jeder weiß, dass ich muss jetzt 10.000 Mal aufpassen, was ich mache. Ja. So. Darf ich kurz, Leroy, darf ich kurz, weil ich hatte eine ähnliche Situation mit einem Gewinner und da hatte ich die erste Begegnung mit dem Gewinner und er hat gesagt, er möchte noch mal wiederkommen mit seiner Frau. Und wir saßen dann in meinem Büro und der Mann war total aufgeräumt. War total cool, wie man heute sagen würde. Also der war schon richtig, richtig gut darauf vorbereitet, mental. Und auf einmal fing seine Frau an zu weinen. Und ich dachte, jetzt ist es bei ihr durchgebrochen. Jetzt hat sie verstanden, wie viel sie gewonnen haben. Mhm. Ja? Aber nein, das, was Sie eben beschrieben haben, diese Angst vor Kriminalität, Angst, dass eben jetzt Menschen auf das Leben Einfluss nehmen wollen, Entführung, Erpressung, alles, was so ist. Und das ging ihr in dem Augenblick durch den Kopf. Und sie hat angefangen zu weinen. Und was will ich damit sagen? Jeder Mensch reagiert anders. Du bist da sehr cool. Warum bin ich cool? Weil ich in diese Szene komme, weil ich ja alles gesehen habe. Aber das klingt fast so, als wäre es jetzt für die Frau zum Beispiel sogar eine Belastung gewesen. Absolut. Emotional, das Geld absolut zu haben. Absolut. Und ich will nur noch mal jetzt fragen, Sie haben ja nur ein Leben. Also wenn jetzt jemand kommt und bedroht Sie. Ja, aber das bringt ja auch nicht, ständig mit Angst zu leben. Wenn das passiert, dann passiert. Was soll ich machen? Es ist ein Glücksspiel und die große Kunst ist es, aus diesem einmaligen Ereignis des Glücksspiels haben, einen Zustand zu machen, nämlich dass man glücklich ist. Und so wie Chico jetzt wahrnehme, ist er glücklich. Er hat sich glücklich gemacht. Da gibt's andere Menschen, die haben andere Vorstellungen. Und das ist unsere Aufgabe, also die meiner Kolleginnen und Kollegen, die dann versuchen, mit dem Menschen gemeinsam ihn erstmal zu erden und zu sagen, so, was möchten Sie mit dem Gewinn machen? Jeder hat einen anderen Plan. Ich bin jetzt 61, ich hätte einen anderen Plan als den du hast. Oder den irgendjemand anders da draußen hat. Das ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird, was mache ich mit dem Haufen Geld jetzt? Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit über das Lottospielen, was ein Glücksspiel ist. Okay. Das heißt, es hat am Ende des Tages nichts mit Können zu tun, diesen Jackpot zu gewinnen, sondern es ist wirklich eine, du wirst es am ehesten wissen, 1 zu 140 Millionen für den Sechser mit Superzahl. 1 zu 140 Millionen. Blitz kann dich eher treffen, sogar dreimal hintereinander. Als Lotto. Das ist eine Ansage. Jetzt frage ich euch beide, wie sieht's aus mit den Gefahren? Ja klar, das ist ein, wie soll ich dir sagen, das ist auch irgendwie eine Sucht. Das ist eine Sucht, klar. Warst du süchtig? Ne? Ich war wirklich süchtig. Ich habe auch, ich weiß nicht warum, ich habe so fest daran geglaubt, dass ich treffen würde. Ich habe wirklich wie ein blinder Huhn, wenn er essen will, der gaggert, bis er einen trifft. So habe ich blind immer wieder. Ich habe nicht einen einzigen Tag verpasst. Klar gab es Tage, wo ich nicht spielen könnte, weil ich kein Geld gehabt habe. Alles, was ich verdient habe, alles in Lotto geballert, weil ich ja zu Hause bei meinen Eltern essen dürfte, von meinem Bruder und von meinem besten Freund so Taschengeld kriegen könnte. Alles, was es gab, habe ich meine letzte Geld da gedrückt, mit dem Hoffnung, was zum Treffen. Klar, das ist eine Sucht. Das ist wirklich eine Sucht. Das ist eine Sucht. Das ist wirklich eine Sucht. Und deshalb ist es wichtig, dass eben Menschen unter 18 nicht spielen und dass man sich immer selber im Fokus hat. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wenn man das Gefühl hat, dass man vielleicht eine Grenze überschreitet. Dann gibt es viele Dinge, angefangen von einem Selbsttest, den man machen kann. Man kann sich Beratung holen, wenn man merkt, es läuft aus dem Ruder. Nun sind Glücksspiele per se unterschiedlich, haben unterschiedliches Suchtpotenzial. Es gibt Dinge, die haben hohes Suchtpotenzial, gerade wenn man sich der sozialen Verantwortung entzieht. Ich will sagen, wer im Internet zockt, Online-Casinos, großes Risiko. Nun ist Lotto, Chico wird mir vielleicht recht geben, ist ja per se nicht spannend. Ja? Ja, also zweimal in der Woche eine Ziehung und dann warten, bis die Zahlen da sind und warten, bis die Quote da ist. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt da sitze und mir an den Fingernägeln knabbere. Ja. Aber es ist natürlich auch hier ist ein Faktor da, der Spielsucht fördern kann. Und deshalb muss man sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Bei Chico kommt es ja so rüber, als wenn er sagt hat, für mich war der einzige Ausweg
zu spielen, im Lotto zu gewinnen. Richtig. Vielleicht hätte es aber auch noch andere Wege gegeben, die du in dem Augenblick nicht gesehen hast. Ja. Aber wie gesagt, ich nehme das hier alles auch auf, was du sagst, weil es ist für mich schon eine andere Welt. Die Gewinner und Gewinnerinnen, die ich kennengelernt habe, die waren ein bisschen anders aufgestellt. Was, ja? Was war anders? War also gerade so im Vergleich? Also gerade so im Vergleich ist, Chico hatte ja den Wunsch, das der Welt zu erzählen. Natürlich möchte man das Glück teilen, man möchte es seinen Freunden sagen, seinen Familienangehörigen sagen. Aber hier fängt es dann schon immer an, schwierig zu werden, weil dann fällt ihnen immer ein, ach du, guck mal, Mensch, da gibt's ja jemanden in der Familie, der kann nicht mit Geld umgehen. Wenn ich dem jetzt Geld gebe, dann helfe ich dem nicht. Jetzt beschäftigt mich noch eine Frage. Lutz, warum verlieren so viele Lottogewinner das gesamte Geld in kurzer Zeit? Das ist jetzt eine These von dir. Nee, es gibt so viele Berichte darüber, wo die wirklich ein Jahr später, die haben vielleicht nur 1 Million Euro oder 5 Millionen Euro gewonnen. Und viele dieser Lottogewinner schaffen es, in kürzester Zeit dieses gesamte Geld auszugeben. Chico ist jetzt das erste Beispiel, dass jemand sozusagen in die Richtung geht und das Geld noch nicht verjubelt hat. Mir persönlich ist keiner bekannt. Es gibt diese berühmte Geschichte von Lotto Lothar, der auch, also Ferrari, hallo, ja, der auch 3 Ferraris hatte, sich gekauft hat oder 2 und nachher ganz ärmlich in einem Pflegeheim endete. Aber also mir ist persönlich kein Fall bekannt. Es gibt ein paar, die durch die Presse geistern, aber ich denke schon, dass der Großteil der Gewinnerinnen und Gewinner was Anständiges damit anzuwarten. Nee, das stimmt auch nicht. Größte Teil gehen auch kaputt. Sehr, sehr wenige schaffen das. Es gibt, also ich weiß, dass sie auch ein bisschen ihre Job und ihre Lotterie und das und dies ein bisschen schützen wollen, gut reden wollen, aber viele gehen damit kaputt. Weil die denken, dieses Geld ist unendlich, weil in Lotto gewinnst du ja nicht so ein paar hunderttausend Euro, wenn du so wie ich knackst, eine große Summe. Und was haben die mir gesagt im Telefon, wo ich gewonnen habe? Herzlichen Glückwunsch, passen Sie gut auf, das ist schon mal gut, machen Sie nicht öffentlich, weil die wissen ja, was für eine Gefahr mich erwarten kann. Aber in diese Stelle so, dass so 2, 3 Leute rauskommt und an dem persönlich hingeht und so Wege zeigt und so, das wäre zum Beispiel cool. Macht zum ihr Beispiel, sowas? Nein. Das, nee. Ist das wäre zum Beispiel die sicherste. Da kommt zum Beispiel von Lottogesellschaft zu mir. Hildrim hier, ihr Zertifikat ist hier sogar mit Post gekommen. Aber überlegen Sie mal. Sind wir ehrlich, wenn da jemand gekommen wäre, der... Ich weiß schon, was ich mache, oder? Nee, ich hätte mich schon gefreut gehabt, zum Beispiel, wenn da 3 Leute kommen. Hildrim, gucken Sie mal, Sie haben so viel Geld gewonnen, das gehört Ihnen. Es ist besser, wenn Sie das so ein bisschen da anlegen oder das machen. Verstehst du? Mhm. Dann fühlt man sich so stabiler, stärker, so... Dann hat man auch nicht so viel Angst. Natürlich kann ein Gewinner oder eine Gewinnerin uns anrufen und kann sagen, passen Sie auf, ich habe hier immer noch Probleme. Aber wir machen keine Anlageberatung. Das ist ganz gefährlich. Und ich habe es vorhin schon mal angedeutet, jeder ist ja anders in seiner Lebensplanung. Jeder möchte was anderes, jeder möchte andere Träume verwirklichen. Ja. Deshalb wäre eine Beratung aus unterschiedlichen Gründen nicht angezeigt. Und deshalb machen wir das nicht. Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir natürlich schon versuchen, denjenigen zu erden. Aber irgendwo hört es auch auf. Durch mich? Ganz in Deutschland, sogar der Papst spielt Lotto. Ehrlich jetzt. Ich habe wirklich Leute gesehen, die du niemals denken würdest, dass er... Der betet 5-mal am Tag. Das ist Haram bei uns. Er spielt Lotto, wegen mir, ehrlich jetzt, in der Hoffnung, auch zu treffen. Aber das ist nicht gut. Ja, warte mal. Danke, ja, das ist nicht gut. Ich rufe hier Zentrale an. Ich sag, hören Sie mal, ich habe öffentlich gemacht. Ja, die sagen ja auch, Hildrim... Wir haben gesagt, Sie sollten nicht, aber so, was Sie gerade so machen, das, vor Kameras, da helfen Sie, Hut ab, wirklich, Respekt. Ich sage, ja, Respekt, aber durch mich, der sagt auch selber, ja, durch Ihnen, wir machen jetzt 10-fach oder so. Ich sage, kann ich nicht von diesem Kuchen ein bisschen abhaben, sage ich, ne? Ich sage, ich habe öffentlich gemacht, bei euch klingelt die Kasse, so dass ich Werbegesicht oder für euch irgendwas machen kann, Zusammenarbeit, irgendwas. Da sagen die nein. Ich will nur kurz reingritschen, also deshalb gehen bei uns nicht die Umsätze hoch. Aber wir, unsere Botschaft ist ja, dass es eben, das haben wir ja vorhin nicht allzu langer Zeit gesagt, es ist eben nicht so, dass man dadurch seine Lebenssituation ändert oder irgendetwas. Das heißt, man geht davon aus, dass die Bevölkerung, dass es einen Bedarf an Glücksspiel gibt. Und das wollen wir legalisieren. Wenn man ins Internet abgleitet und dort illegal spielt, ist es nicht sichergestellt, dass ich auch meinen Gewinn kriege. Gucken Sie mal, sag ganze Zeit gar nichts. Sie reden so schön herum, Thema zu Thema. Sie machen gerade ihre Werbung. Aber durch mich habt ihr doch so vieles Umsatz gemacht.
das reden wir mal jetzt unter uns, ehrlich jetzt. Sie haben so viel Umsatz. Unter uns? Ja, unter uns. Das soll doch alles sein. Warum? Das ist doch legal. Warum darf ich nicht mit euch arbeiten? Warum sagt ihr nicht, komm, Junge, macht irgendwas? Was ich sag das jetzt einmal in aller Deutlichkeit, damit jeder Zuschauer sich schön hinter die Löffel schreibt. Keiner von euch, der jetzt gerade zuschaut und morgen vielleicht irgendwo Lotto spielen geht und sein Leben lang versucht, wird jemals das auf dem Konto haben, ja, was Chico auf dem, jawohl, Konto hat. Jawohl, das ist wirklich... Die Gewinnwahrscheinlichkeit ist so, so verschwindend gering. Niedrig, wenn, ja, ihr sagt, ihr wollt Geld verbrennen und ihr habt keinen Bock, das mit dem Feuerzeug zu machen, ja, dann könnt ihr von mir aus gerne solche Scheine erstellen und vielleicht in dem, weiß ich nicht, wie viele Leben man dafür bräuchte, rein rechnerisch, aber in 1 Million Jahre oder so habt ihr dann mal gewonnen. Das ist... Also wirklich, damit das nochmal völlig, ja, klar ist, Chico ist ein riesen Glückspilz und dieses Glück ist aber nicht irgendwie zu beeinflussen. Mann. Jetzt habe ich aber eine Frage, eine wichtige Frage. Ja. Und da bin ich auf euer beider Meinung gespannt, denn ich glaube, jeder in unserer Gesellschaft wünscht sich irgendwo ein bisschen Geld. Gerade so in der Mitte der Gesellschaft ist das aktuell ein echtes Thema und wir reden dann aber meistens, die Menschen wünschen sich gar nicht so viel. Meine Frage ist, macht Geld glücklich? Was ist so die Erfahrung mit den Lottogewinnern? Und jetzt haben wir hier einen vor Ort. Macht Geld glücklich? Ohne Scheiß, ich sag das in meiner eigenen Erfahrung. Ob das Geld glücklich macht oder nicht, Geld macht glücklich. Guck mal, okay, mit Geld, ich kann mir ein wunderschönes Bett kaufen, aber keinen Schlaf. Ich kann mir eine schöne Uhr kaufen, keine Zeit. Aber Geld macht wirklich glücklich. Ich sag in meiner eigenen Erfahrung, Geld macht glücklich. Erstmal freut mich unheimlich, Chico, dich hat dieser Event glücklich gemacht. Also ist mein Eindruck hier. Ich will das mit einer Geschichte so ein bisschen flankieren, so wie vorhin. Ich hatte einen Gewinner, der hatte knapp 20 Millionen gewonnen. Also Chico, der war, ist noch ein bisschen an ihn vorbeigezogen. Und der saß in meinem Büro und hat mir erzählt, wenn Sie mir versprechen, dass meine Frau wieder gesund wird, dann lasse ich den Schein hier liegen und gehe und sie spendet irgendwo hin. Weil das kann er sich mit keinem Geld der Welt kaufen. Und was ich in meiner Tätigkeit gelernt habe, ist, dass Geld schon ein wichtiger Faktor ist. Darüber müssen wir uns nicht unterhalten. Aber es gibt Dinge, die haben hohes Suchtpotenzial. Gerade wenn man sich der sozialen Verantwortung entzieht. Ich will sagen, wer im Internet zockt, Online-Casinos, großes Risiko. Ich kann nur sagen, ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch so führen konnten, weil es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man so einen Gewinner hier mal hat, der auch in der Öffentlichkeit unterwegs ist, dass man auch so eure Seite ein bisschen kennenlernt. Und ja, wir haben gelernt, man kann und gewinnen, ich möchte, Glücksspiel kann ich, aber auch süchtig, ja, machen. Ich und möchte noch die was Gewinnchance ist bei, ja, 1 zu 140 Millionen. Ja, und ich möchte auch jetzt vor Kamera sagen, okay, ich habe gespielt, ich habe getroffen, aber ich möchte auch nicht schlechtes Vorbild sein. Nicht so diese Fehler machen, was ich gemacht habe. Das war wirklich, ne, dass man wirklich, ist egal, ob du da mit 1000 Euro Scheine spielst oder nur für 1 Euro spielst. Also sehr gut auf den Punkt gebracht. Liegt dir noch was auf dem Herzen, Lutz? Nee, schöner Chico, danke schön dafür, für diesen Appell. Ich bedanke mich auch dafür und bedanke mich, dass ich Chico und natürlich auch dich kennenlernen durfte und ein bisschen aus meiner Welt erzählen durfte. Ja, super spannend. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Jetzt sind hier noch 2 andere Videos eingeblendet. Die seht ihr jetzt noch nicht, aber die Zuschauer sehen sie. Und ja, wir dürfen jetzt nochmal winken zur Verabschiedung. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.